Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Wunschanalysen-Webinars von DAX Profits, diesmal mit europäischen Aktien. Ja, fangen wir an mit der Deutschen Telekom. Die steckt seit längerer Zeit, seit über einem Jahr, in einer größeren Konsolidierung. Das sieht für mich nicht nach einer Top-Bildung aus, sondern nach einer längeren Verschnaufpause. Innerhalb dieser Verschnaufpause befindet sich die Aktie momentan wieder auf dem Weg nach unten. Und ich denke, dass die Marke von 13,50 € noch getestet werden wird, bevor es hier zu einer nachhaltigen Bodenbildung kommen kann. Eine abgeschlossene Bodenbildung würde ich erst oberhalb von 16 Euro annehmen. Bis dahin gilt es hier weiter geduldig zu sein, eventuell Kursrücksetzer zu Käufen zu nutzen, zu vorsichtigen Käufen, denn Sie wissen ja nicht, wie lange diese ganze Konsolidierung noch dauern wird, die auch durchaus noch bis 13 Euro laufen kann. Also das ist wie gesagt ein Titel, wo Sie einen langen Atem brauchen. Ja, der nächste Titel ist die Allianz. Ja, ähnliches Kursmuster wie die Telekom, auch das eine größere Konsolidierung. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass hier nochmal die 120-Euro-Marke getestet wird, bevor wir wieder auf eine neue Rallye hoffen können. Und hier ist auch die Gefahr gegeben, dass sich diese Konsolidierung irgendwann mit dem Rückfall unter 120 Euro als Top-Bildung entpuppt. Denn das hier ist eine in sich geschachtelte Top-Formation, ein Spider-Top. Linkes Spinnenbein, Spinnenkörper, rechtes Spinnenbein. Dann eine für meinen Geschmack etwas zu kräftige Erholung, aber dann ging es wieder abwärts. Von daher müssen Anleger hier tatsächlich aufpassen, nicht in einen Abwärtstrend rein zu geraten. Ich würde hier also zwingend unterhalb von 120 Euro einen Stopp setzen. Dort wären dann die Hoffnungen auf eine neue Rallye erstmal zu begraben, unterhalb dieser 120er Marke. Vielleicht 115 eher als 120. Ein bisschen Abstand setzen zu solchen Marken würde ich immer. Ja, also wie gesagt, aufgrund dieser großen Top-Formation hier, die in diese ganze, in diesen Seitwärtsprozess reingeschachtelt ist, besteht hier ernste Gefahr für Allianz-Anleger. Nach Kursziel im Falle eines Durchbruchs unter die 120, müsste ich noch nachtragen, 80 Euro. So, nächste Aktie Infineon. Ja, die sieht wesentlich besser aus vom Trendverhalten her. Auch hier dürfte es weitere Abgaben in Richtung 13 Euro geben, wobei dort dann die Chance auf eine neue Rallye besteht. Tiefer als 12 Euro sollte es nicht gehen, um diese Rallye-Ambitionen aufrechtzuerhalten. Aber ansonsten sehen wir hier bei Infineon doch einen schönen Aufwärtstrend. Eine der wenigen DAX-Aktien, von der man das so sagen kann. Ja, jetzt kommen wir mal zur Generali, italienische Aktie, und die sieht genauso bescheiden aus wie der italienische Aktienindex auch, nämlich Abwärtstrend intakt. Ich vermute, dass wir hier in der Endphase einer Zwischenerholung stecken und dass die Aktie in Kürze von 12 auf 10 und später 9, 8 bis 9 Euro fallen wird.
In dem Bereich 8 bis 9 Euro sind dann stärkere Unterstützungen zu erwarten. Ob die halten, ist offen, ob da sich ein Boden bildet ebenfalls. Charttechnische Aufhellung sehe ich erst oberhalb von 13 Euro. Bis dahin ist die Gefahr einer neuen Verkaufswelle ziemlich groß. Ja, BB Biotech. Auch das eine größere Konsolidierung, die immer noch anhält. So richtig interessant wird die Aktie erst ab 48 Euro. Wenn dieser Widerstand hier überwunden wird, nachhaltig überwunden wird, dann kommt es jetzt zu einer neuen Rallye. An dem Punkt sind wir noch nicht. Hier bei 36 Euro besteht. Da ist eine sehr wichtige Unterstützung, die unbedingt halten sollte. Ich denke, wir sehen jetzt einen Rücksetzer in Richtung 40 Euro. Und wenn die Aktie sich in dem Bereich wieder stabilisiert und dann über 48 steigt, dann haben wir tatsächlich hier einen Titel mit einem sehr interessanten Kurspotenzial. Dann geht es wahrscheinlich relativ zügig in neue Allzeithochs über 65 Euro. Aber dazu muss die 36 zwingend halten, sonst zerschlagen sich diese Bullenträume relativ schnell und es geht abwärts unter 30 Euro, definitiv. Wahrscheinlich eher 25 dann. Von daher, Stop-Loss bei 36 Euro ist zwingend und prozyklische Einsteiger können die Marke 48 Euro nutzen, um hier noch reinzukommen in die Rallye, falls sie denn mal läuft. Nächster Titel SAP. Ja, hier sehen Sie, was nach so einer Konsolidierung kommen kann. Das ist auch eine sehr ausgeprägte Konsolidierung gewesen. Hier kam ein Ausbruch nach oben. Im Juli auf neue Allzeithochs. Jetzt wird das Ganze wieder ein bisschen auskonsolidiert. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass die 75-Euro-Marke und vielleicht auch die 72-Euro-Marke nochmal getestet wird. Und dann dürfte sich die Aktie wieder nach oben abstoßen. Wie lange dieser Testprozess allerdings dauern wird, das lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Auf alle Fälle wäre die Marke 72 Euro ein ganz interessantes Kaufniveau für die Aktie. Die 72 sehen wir allerdings erst, wenn diese Unterstützung hier bei 77 Euro nachhaltig nach unten gebrochen wird. Es ist auch möglich, dass sich die SAP-Aktie direkt nach oben abstößt, vom gegenwärtigen Kursniveau aus. Das halte ich allerdings für weniger wahrscheinlich. So, kommen wir zu Volkswagen. Ja, das hat für mich nicht den Anschein einer Bodenbildung vor einer neuen Rallye, sondern dieses Gebilde hier ist relativ schwach, hat bisher den Charakter einer bärischen Flagge, also einer Konsolidierung im Abwärtstrend. Ich denke, hier kommt in Kürze eine neue Verkaufswelle auf den Markt zu, also auf die Aktie zu. Erstes Indiz wäre ein Rückfall unter 116 Euro, dass dieses Gebilde nach unten gebrochen wird und beim Rückfall unter 105 Euro wäre das Ganze dann besiegelt.
So, dann vergleichen wir das Ganze doch mal mit Daimler. Ja, die sieht auch nicht wirklich gut aus. Hat sich bis an die 200-Tage-Linie erholt und das reicht jetzt. Dreht wieder nach unten ab, so wie damals im Dezember 2015. Also das Beste, was ich mir bei Daimler vorstellen kann, ist, dass es nur zum Test der Jahrestiefs kommt, um die 52-Euro-Marke. Aber hier ist es auch durchaus möglich, dass hier eine neue Verkaufswelle startet. Hier ist ja eine ziemlich wichtige Unterstützungszone im Bereich 55 bis 57 Euro. Und wenn die jetzt erneut brechen würde, dann wäre ich mir nicht sicher, dass die 52er Marke hält, sondern dann kann es auch durchaus auf 40 Euro runtergehen. Also eine Daimler wird erst wieder interessant, wenn die 65-Euro Marke nach oben gebrochen wird und die Aktie vor allen Dingen dieses Kursniveau verteidigen kann. Das sehe ich momentan nicht. Im Gegenteil, wir sehen hier negative Divergenzen im Indikator. Dieses Hoch hier, dieses letzte Hoch der Aktie wurde vom Indikator nicht mehr bestätigt. Das heißt, hier sehen wir wahrscheinlich jetzt eine größere Korrektur, ähnlich wie das hier im November, Dezember der Fall war. Auch hier hatten wir so eine negative Divergenz, die sich über mehrere Wochen ausgebildet hat. Ein bisschen ausgeprägter damals, aber vom Prinzip her ganz ähnlich. Und ja, als nächstes würde ich daher erwarten, dass die 50-Tage-Linie nach unten bricht. Die liegt bei knapp über 60 Euro. Dann gibt es nochmal einen Rückschnapper in diesen Kursbereich. Und wenn der nicht zu einer nachhaltigen Rückeroberung führt, dann geht es auf 52 Euro und tiefer. Also Daimler ist durchaus gefährdet. Ja, jetzt mal eine Aktie aus dem Wettbereich Seal Network bzw. Tipp 24, wie sie früher hieß. Ja, Seitwärtsbewegung, groß angelegte Seitwärtsbewegung mit Top-Bildungscharakter. Hier haben wir eine ganz wichtige Unterstützung bei 30 Euro und wenn die brechen sollte und es sieht danach aus, als würde das in den nächsten Wochen passieren, dann kann es richtig haarig werden. Dann wird diese Unterstützung hier bei 26 Euro getestet und wenn die bricht, dann sehen wir auf die 20. Also bei Seal Networks wird es langsam brenzlig, wenn die Aktie jetzt nicht aus dem Knick kommt. Entspannung erst in dem Bereich ja, 38. Ab 38 wird es hier leicht entspannt und ab 45 Euro wird es hier bullisch, aber bis dahin ist halt ein weiter Weg. Da müsste die Aktie noch 50% steigen, um in dieses Niveau zu kommen. So, STO heißt der nächste Titel. Tja, auch eine Seitwärtsbewegung. Aktuell im unteren Bereich einer Seitwärtsbewegung. In einer Formation, die nicht unbedingt nach einem dynamischen Boden aussieht. Auch hier die Gefahr, zumindest, dass die Jahrestiefs nochmal getestet werden, was 15% Abwärtspotenzial bedeuten würde. Und ob die dann halten, ist schwer zu sagen. Also aktuell trendlos,
mit einer vorgeschalteten Abwärtsbewegung. Das kann jederzeit wieder nach unten gehen und einen abgeschlossenen Boden sehe ich ja auch nicht, also von daher etwas schwierig, aber wenn es in den nächsten Wochen in eine Richtung gehen sollte, dann unterhalb von 106 Euro geht es nach unten und oberhalb von 115 Euro geht es nach oben, wobei wir dann schon bei 130 Euro einen recht massiven Widerstandsbereich haben. Also ein Selbstläufer wird das nicht, selbst wenn sich die Kurse hier weiter erholen sollten. Dann nächste Aktie RWE. Ja. Wir hatten das Ganze schon mal. Also so eine dynamische Erholung zurück in diesen alten Abwärtstrendkanal hinein. Das hat damals dazu geführt, dass sich die Aktie seitwärts innerhalb dieses Abwärtstrendkanals bewegt hat, um dann doch wieder nach unten rauszufallen. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach einem Boden aus, also könnte ich mir maximal ein ähnliches Szenario wie damals vorstellen. Das heißt, die Aktie pendelt jetzt seitwärts vor sich hin, bis sie irgendwann die Oberkante dieses Abwärtstrendkanals erreicht und dann weiterfällt. Das wäre die günstigste Prognose, die ich momentan geben kann. Das ist wirklich keine Aktie, mit der ich auf steigende Kurse spekulieren würde. Auf fallende momentan auch nicht. Wie gesagt, wegen dieses zurückeroberten Trendkanals zeigt sich hier eine Abwärtstrendschwächung, aber es zeigt sich eben keine Trendwende. Von daher ist das derzeit gar nichts. So, Patricia Immobilien. Tja. Ja, da kann man jetzt raten, ob das noch eine Konsolidierung ist oder ob das ein Top wird. Also ich würde hier mal sicherheitshalber einen Stopp bei spätestens 19 Euro setzen. Und hoffen, dass diese 19 Euro halten. Ansonsten kann es nämlich sein, dass sich diese ganze große Formation hier als Top-Bildung entpuppt und es dann sehr schnell auf 15 Euro runtergeht und später dann vielleicht sogar auf 10. Das ist natürlich eine Aktie, die hat eine ziemlich große Rallye hinter sich. Und im günstigsten Fall kann ich mir vorstellen, dass diese Seitwärtsbewegung einfach noch ein bisschen weiterläuft und irgendwann dann doch wieder neue Hochs erreicht werden. Aber diese große Rallye, die wir hier in den Jahren zuvor gesehen haben, die muss erst noch auskonsolidiert werden. Also wenn hier kurzfristig Bewegung reinkommen sollte, dann wahrscheinlich eher nach unten als nach oben. Von daher zwingend den Stopp beachten. Nächste Aktie Steico. Ja, das sieht doch prima aus. Das ist doch mal ein schöner Trend. Hier gab es auch eine längere Konsolidierung. Die ist dann mustergültig nach oben aufgelöst worden. Das hat gedauert. Hier brauchten die Aktionäre viel Geduld. Aber jetzt haben wir hier einen richtig schönen Rallye-Trend. Der ist kurzfristig überhitzt, ohne Frage. Einsteigen würde ich hier nicht mehr. Aber man könnte ja den nächsten Rücksetzer in Richtung 12 Euro zum Einstieg nutzen. Mit Stop-Loss bei 10.
Dann hat man auch wieder ein vertretbares Chance- und Risikoverhältnis. Ja, schöner Aufwärtstrend. Aber auf dem aktuellen Niveau nicht wirklich interessant. Die nächste Aktie, Isra Vision. Auch ein sehr schöner Aufwärtstrend. Auch kurzfristig überhitzt. Die Aktie kommt wahrscheinlich noch in Richtung 80, 82 Euro zurück. Ob das dann reicht, diese Überhitzung abzubauen, das wird man dann sehen. Aber 82 ist jedenfalls ein besseres Einstiegsniveau als die 91, die wir heute sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann erstmal ein bisschen seitwärts geht bei der Aktie und dass neue Hochs vielleicht ein bisschen auf sich warten lassen, aber der Trend ist auf alle Fälle sehr schön intakt. Und ich sehe auch keine Anzeichen einer Top-Bildung oder finalen Überhitzung. Kommen wir jetzt zu Schaltbau. Hui. Tja. Hier sehen Sie mal, was so eine gebrochene Unterstützung anrichten können. Wir hatten ja etliche Charts, die so eine Seitwärtsbewegung gezeigt haben mit einer markanten Unterstützungszone. Bei Schaltbau war das die Zone um 45 Euro. Die ist gebrochen worden, es gab einen Rücksetzer zurück ans Ausbruchsniveau und dann setzte die eigentliche Verkaufswelle ein, die jetzt schon verheerende Ausmaße annimmt. Ich denke, die ist noch nicht vorbei. Wir sehen aktuell einen sehr stark überverkauften Zustand. Den sehen wir allerdings nach einer größeren Seitwärtsbewegung, die Top-Bildungscharakter hat. Das geht als Doppeltop durch. Ja, was ermittle ich hier für ein Kursziel? 40, 25, 25 Euro. Sie sehen, hier liegt das Mindestkursziel. Da ist auch eine schöne Unterstützung. Wobei nicht gesagt ist, dass die hält. Es kann auch locker auf 20 gehen. Aber hier auf die Unterstützung bei 18. Also die Aktie kann sich auch durchaus jetzt nochmal halbieren, trotz des überverkauften Zustandes. Ich sehe hier keinerlei Bodenbildungsanzeichen. Im Gegenteil, ich sehe hier einen sehr starken Verkaufsdruck. Also wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie verkaufen, auch jetzt noch verkaufen. Kaufen würde ich sie auf gar keinen Fall. Über 50 Euro vielleicht, aber nicht mit diesem Chartbild und auf diesem Niveau. Coloplast. Ja. Auch das eine heftig schwankende Aktie. Trendlos. Also hier irgendwelche Kursziele abzuleiten, das grenzt an analytischen Selbstmord. Nee, deshalb lasse ich es auch. Die Aktie wird wahrscheinlich weiter munter um die 68 Euro Marke pendeln. Ein Trend ist hier nicht auszumachen. Von daher ist diese Aktie auch uninteressant. Ja, die nächste Aktie ist Kion, die hatte ich in guter Erinnerung, das auch zu Recht. Das ist ein ganz ordentlicher Aufwärtstrend, der jetzt zuletzt ein bisschen überhitzt ist und was wahrscheinlich zu einer
nennenswerten Korrektur führen wird. Zielbereich 45 bis 47 Euro, mindestens vielleicht auch 42, je nach Gesamtmarktlage. Aber insgesamt ist das ein ganz ordentlicher Aufwärtstrend, wo man in der nächsten Korrektur durchaus einsteigen kann. Sie sehen auch hier wieder diese kleine Divergenz beim Indikator und dieser Top-Bildungsansatz. Das wird dazu führen, dass wir hier eine deutliche Korrektur sehen. Aber wie gesagt, solange der Trend intakt ist, und das ist er oberhalb von 40 Euro, kann man hier unten mit einem schönen Chance-Risiko-Verhältnis einsteigen. Nächster Titel, Nemetschek. Ja, auch das ist ein schöner Trend. Die Aktie war ja Teil meiner grünen Liste zu Jahresbeginn, mit der Sie das Jahr gut überstehen sollten. Und Sie sehen es am Chart. Das hat sich bewahrheitet, wer hier in diese Schwäche hinein gekauft hat oder dann später noch im Frühjahr. Der liegt auch jetzt noch schön im Plus. Die Korrektur beginnt zwar erst und ich denke, die wird auch noch in den Bereich 45 Euro laufen. Aber das ist ein sehr überzeugendes Chartbild und danach wird es wahrscheinlich auch wieder neue Allzeithochs geben. Nächste Aktie, TUI. Ja, die sieht nicht gut aus. Intakter Abwärtstrend. Hier vermutlich eine bärische Konsolidierung abgeschlossen. Und jetzt auf dem Weg nach unten. Indikator scheitert an der gleichen Stelle wie zuvor. Ja, wenn die 50-Tage-Linie gebrochen wird, ist Bullen offen. Dann geht es in Richtung 10 Euro. Dort ist allerdings eine relativ starke Unterstützung. Das wird also interessant, ob die Aktie dann hier vielleicht einen breitbasigeren Boden ausbilden kann und dann nach oben steigt. Oder ob sie durch die 10 Euro nach unten durchrasselt. Ja, kann man momentan nicht sagen. Ich sage nur eins, die Aktie hat schwere Wochen vor sich. Also wahrscheinlich kommt es zum Test der 10 Euro Marke. Nächste Aktie ist Wirecard. Ja, sieht besser aus, aber auch nicht komplett überzeugend, da wir hier eine große Seitwärtsbewegung vorliegen haben und die Aktie im oberen Bereich dieser Seitwärtsbewegung ist. Ein Ausbruch ist noch nicht erfolgt. Das heißt, die Kurse könnten jetzt auch wieder zunächst mal unter Druck kommen. Was beeindruckend ist, ist freilich die Stärke der Aktie, gerade heute. Potenzielle Bodenbildungskerze hat sich wieder dynamisch nach oben abgestoßen. Also hier halten sich positive und negative Faktoren noch die Waage. Allerdings fängt der Indikator hier wieder an, in Richtung Verkaufssignal zu drehen. Und wenn sich das durchsetzt, dann kann es nochmal Richtung 35 Euro abwärts gehen. Da die Aktie keinen Trend zeigt, ist es schwer, hier eine mittelfristige Prognose abzugeben. Ja, die nächste Aktie ist die Nordex. Schwer zu sagen, was mit dieser Seitwärtsbewegung wird. Wir hatten zuerst eine Abwärtsbewegung, jetzt haben wir eine Seitwärtsbewegung und die Aktie setzt sich unterhalb der 200-Tage-Linie fest, was dazu führt, dass diese Linie fällt. Das heißt, je länger die Aktie in dieser Seitwärtslage unterhalb dieser Linie verharrt, umso größer ist die Gefahr, dass
hier noch eine zweite Verkaufswelle kommt, die dann durchaus bis 15 Euro führen kann. Interessant wird die Aktie erst oberhalb von 28 Euro. Besser 28,50 oder 29, das würde ich abwarten. Dann hätte man einen schönen Ausbruch nach oben und sehen dann relativ schnell neue Allzeithochs. Fällt die Aktie unter 22 Euro, ist mit einer größeren Verkaufswelle zu rechnen. Aktuell ist die Aktie neutral einzustufen mit leichtem Abwärtstrall, da wir hier ein erneutes Scheitern an der 200-Tage-Linie sehen. Die nächste Aktie ist Sony. Ich nehme jetzt einfach mal den Eurokurs zur Analyse, da der für Sie wahrscheinlich interessanter sein dürfte als der Yen-Kurs. Ja, die hat sich schön nach oben rausgeschoben. Kratzt jetzt an den Allzeithochs. Ich nehme an, dass das. Nee, keine Allzeithochs, aber an den an Mehrjahreshochs. Das ist ein ziemlich wichtiger Widerstand hier bei 30 Euro. Wenn der rausgenommen wird, sehen wir eine schöne Rallye Richtung 45. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die Götter zuvor den Schweiß gesetzt haben und dem Anleger hier zumindest eine längere Seitwärtsbewegung abverlangen, in dieser Spanne 28 bis 30 Euro, oder aber eine Korrektur in Richtung 24 Euro, die dann wieder ein schönes Einstiegsniveau wäre, zumal man hier bei 21 Euro relativ vernünftigen Stopp setzen kann, was man aktuell nicht kann. Ja, also Sony doch mittelfristig aussichtsreich, kurzfristig etwas korrekturbedürftig. Also nach Novo Nordisk haben mich etliche Anfragen erreicht. Tja. Noch trendlos, aber mit der Gefahr einer Top-Bildung. Es ist halt sehr schwer zu sagen, ob dieses Gebilde hier ein Doppeltop wird oder eine bullische Flagge. Das hängt davon ab, ob wir jetzt dynamische Verkäufe sehen. In Richtung 30 bis 35 Euro. Oder ob es jetzt dynamisch nach oben geht. Wenn es jetzt dynamisch nach oben geht, ist diese Topbildung wahrscheinlich vom Tisch und es geht irgendwann dann mal auf neue Allzeithochs. Allzeithochs oder was auch immer, ja, Allzeithochs wahrscheinlich. Ich kann hier nur 10 Jahre zurückschauen. Sollte es jetzt zu größeren Verkäufen kommen, dann wäre hier Polen offen. Das steht gerade auf der Kippe, also hier ist eine ziemlich wichtige Kreuzung, um die 40 Euro Marke. Was könnte man hier machen? Man könnte vielleicht einen Stopp bei 37, 38 Euro setzen. Hoffen, dass dieser Stopp hält und sich die Aktie in Kürze brabbelt, dann könnte das was werden mit diesem Rallye-Szenario. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein Abwärtsszenario. Positiv ist, dass der Indikator hier bereits positive Divergenzen ausbildet. Das heißt, wir sehen hier ein tieferes Tief. Der Indikator läuft aber bereits nach oben. Das könnte darauf hindeuten, dass es hier in Kürze kräftig nach oben geht. Aber das muss bald passieren. Sonst lösen sich diese positiven Divergenzen nämlich zur falschen Seite auf. Nächster Titel: Banco Santander. Spanische Bankaktie. Tja. Abwärtstrend noch völlig intakt. Das, was wir hier sehen, ist ein Ausbruchsversuch nach oben, der momentan wieder verkauft wird.
Sagen wir mal so, oberhalb von 3,50 bestehen leise Hoffnungen, dass dieser Ausbruchsversuch noch gelingt. Aber je weiter die Aktie unter 4 Euro taucht, umso mehr trüben sich diese Hoffnungen ein. Unter 3,50 werden sie komplett begraben. Das Ganze wäre dann unter 3,50 spätestens nur eine bärische Konsolidierung im Abwärtstrend und würde von neuen Jahrestiefs gefolgt werden. Ich würde die Aktie nicht unbedingt kaufen. Sie sehen dieses Gebilde hier, vergleichen Sie das mit dem, das sieht wirklich so ähnlich aus, 2011, 2012. Danach ging es nochmal kräftig abwärts. Das könnte hier auch wieder passieren. Erst wenn sich die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie festsetzt, sind die Grundvoraussetzungen für eine Bodenbildung gegeben. Es ist noch nicht mal eine Rallye dann. Also die Aktie wäre mir zu heiß. Zu heiß für Long und noch zu stabil für Short. So, sie wieder. Sie wieder. Jetzt nehmen wir uns mal, da das ein Nasdaq-Wert ist, den Nasdaq-Chart zur Brust in US-Dollar gerechnet. Ja, ist eigentlich egal, ob ich hier Euro oder Dollar nehme. Das ist eine Seitwärtsbewegung, die nicht unbedingt Mut macht, hier einzusteigen, in welche Richtung auch immer. Hier kann einfach alles passieren. Trendlos seit vielen Jahren. Das ist ein absolut uninteressanter Wert. Ja, und hier jetzt den letzten Wert für heute, Portola. Auch das ein Nasdaq-Wert. Dann nehmen wir auch den Nasdaq-Chart. Auch das ist eine große Seitwärtsbewegung, allerdings mit vorgeschalteter Abwärtsbewegung. Hier besteht eine leise Chance auf eine Bodenbildung, wenn die Jahrestiefs bei 18 Dollar halten. Hier würde ich zwingend einen Stopp setzen, weil die Gefahr größer ist, dass dieses Muster nochmal nach unten bricht. Also bullisch wird es hier erst ab 30, hier oben 30 Dollar. Erneut bärisch unter 18 Dollar. Ansonsten in der Zwischenzeit Seitwärtsbewegung mit der Gefahr, dass das Ganze nach unten durchbricht. Ja, gut. Ja, was kann man zusammenfassend sagen? Ich denke, wir haben an der Aktienbörse eine Korrektur, die gerade erst startet, die ist noch nicht vorüber. Die wird viele Charts unter Druck bringen. Die Charts, die angeschlagen sind, könnten durchaus kräftiger leiden bis Mitte, Ende Oktober, bis diese Korrektur voraussichtlich vorüber ist, während die starken Aktien nochmal schöne Schnäppchen-Einstiegskurse bringen werden. Die werden wir dann zu gegebener Zeit nutzen. Ja, Edelmetallkorrektur liegt in den letzten Zügen. Hier erwarte ich, dass diese eher endet als bei den gewöhnlichen Aktien. Und auch da werden wir in Kürze aktiv werden. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute, wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Geldanlage. Bis zum nächsten Wunschanalysen-Webinar in einigen Wochen. Ihr Henrik Vogt.